Lufthansa möchte diesen Sommer tatsächlich mit Airbus A350 und mit Boeing 747-8 nach Palma, nach Mallorca fliegen, mit Langstreckenflugzeugen. Was genau die vorhaben und warum die das machen, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wer erinnert sich noch an die vermeintlich ganz großen Zeiten der Charterfluggesellschaften in den 90er Jahren? Ich denke mal, einige von euch, viele haben da sicherlich auch noch einen persönlichen Bezug, haben sicherlich einige von diesen Flügen mal mitgemacht. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. LTU mit der 767 oder auch mit der MD-11 auf die Kanaren. Dann ganz viele Ziele, wenig später mit dem A330-300. Gerne auch mal griechische Inseln, ganz viel Balearen, also auch immer mal wieder nach Palma. Und dann auch noch Türkei und Zypern. Die waren damals quasi zu allen möglichen Ferienzielen hier in Europa mit dem A330-300 unterwegs. Ein 64-Meter-Schiff mit zu Beginn 387 Sitzplätzen bei LTU, alles Economy Class. Und damit war das Flugzeug völlig ungeeignet für die Langstrecke. Nicht nur aufgrund der fehlenden Premium-Bestuhlung, die kam ja dann auch wenig später in Form von höchst überschaubaren 18 Sitzplätzen mit dazu, drei Reihen A6 Sitze. Sondern viel eher, weil der A330-300 damals aufgrund seines vergleichsweise mickrigen maximalen Abfluggewichtes diese Anzahl an Menschen kaum weiter befördern konnte als ein vollbeladener Airbus A320. Daneben am Flughafen von Palma dann auch noch die damalige Premiere, die gerne mal all ihre DC-10 auf einmal nach Mallorca brachte. Lauda mit der 767, auch viel auf den griechischen Inseln unterwegs gewesen, auch viel nach Mallorca geflogen. Und dazu auch noch Condor mit der 757-200 und der DC-10, damals mit 373 Sitzplätzen. Ab 1979 gab es das Flugzeug bei der Deutschen Ferienfluggesellschaft. Und viel spannender ist dann eigentlich noch, welches Flugzeug damals durch die DC-10 abgelöst wurde. Das waren nämlich zwei Boeing 747, die Anfang der 1970er Jahre bei Condor auch von einigen deutschen Flughäfen aus mit 494 Passagieren gerne mal nach Palma geflogen sind. Aber auch sonst waren in der Vergangenheit, in der Sommersaison, immer mal wieder Boeing 747 am Flughafen von Palma de Mallorca zu sehen. Als Beispiel KLM kam eine Zeit lang mit der 747 dorthin, Martin Air mit der 747, dazu Transaero, Pullmantur, also später dann Vamos mit der 747, Corsair Air mit der 747. Alles Fluggesellschaften, welche ihre Jumbos voll mit Charterpassagieren aus Europa und Russland heraus nach Palma de Mallorca brachten. Nachdem wir jetzt ein bisschen in den schönen Erinnerungen unterwegs waren, geht es dann mal in Richtung nüchterne Realität. Versteh mich nicht falsch, es kommt zwar durchaus immer mal wieder vor, dass mitten in der Saison ein Whitebody nach Palma de Mallorca eingesetzt wird, aus Deutschland und Europa heraus. Aus dem deutschsprachigen Raum tatsächlich, seitdem die Air Berlin weg ist, eher selten und wenn dann, ganz vorsichtig gesagt, meist auch eher ungeplant, wenn dann an anderer Stelle mal ein Flugzeug fehlt. Aber Boeing 747 sieht man in Palma so gut wie gar nicht mehr. Die Fluggesellschaften haben zum einen gelernt, mit der Saisonalität etwas besser umzugehen und gleichzeitig die Vorteile der Standardrumpflugzeuge von Airbus und Boeing etwas besser für sich zu nutzen. Diese Flugzeuge können heutzutage quasi alle interessanten Urlaubsziele in Europa und Nordafrika abdecken. Die Flugzeuge kommen quasi überall rein und raus, sind auch von kleineren Startflughäfen mit einem kleineren Einzugsgebiet gut zu füllen und machen das Skalieren etwas einfacher. Die dazu gewonnene Effizienz entsteht dabei aber gar nicht unbedingt über den vermeintlich geringeren Treibstoffverbrauch der moderneren und kleineren Flugzeuge, weil das haben die großen Flugzeuge damals ja über die Masse gemacht, über die Anzahl der Sitzplätze. Als Beispiel, LTU hat für ihren Airbus A330-300 auf diesen Verbindungen teilweise einen Pro-Kopf-Verbrauch pro geflogenen 100 Kilometern bei vollbesetzter Maschine von deutlich unter 2,5 Litern angegeben. Das ist beachtlich und auch mit einem modernen Airbus A320neo, mit einem gut besetzten A320neo, gerade so zu schaffen und mit einem vollbesetzten A320neo gerade so ein kleines bisschen zu übertreffen. Rechnet man das einmal mit dem für diese Flugzeugtypen angegebenen Treibstoffverbrauch durch, dann kommt man da tatsächlich auf überraschend vergleichbare Werte. Auf die Zahl an sich würde ich dabei vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig viel geben, aber es hilft, um das Ganze ein bisschen besser ins Verhältnis zu setzen. Deutlich effizienter sind die kleineren und moderneren Flugzeuge heute aber natürlich trotzdem auf diesen Verbindungen. Als Beispiel, ein bisschen überspitzt natürlich, aber stellt euch mal vor, was da los ist, wenn ein A330-300 mit fast 400 Passagieren um 12 Uhr mittags auf irgendeiner kleinen griechischen Insel am Flughafen einschlägt.
dann ist der Flughafen quasi für 3 Stunden unbrauchbar. Bisschen überspitzt, wie gesagt, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Flugzeuge vom Typ A320 oder 737 können quasi überall in kürzester Zeit abgefertigt werden. Das Bodenpersonal weiß Bescheid, die Reinigungstruppen wissen Bescheid, technisches Fachpersonal für A320, 737 findet man quasi überall. Das funktioniert zuverlässig und so sind Turnaround-Zeiten, also die Zeit, welche das Flugzeug nach der Landung am Boden verbringt, bevor es dann wieder starten kann, zurück nach Deutschland oder wohin auch immer, zum Rückflug dann aufbrechen kann, von unter einer Stunde, kein Problem. Und es ermöglicht zum Beispiel an einem ganz normalen Tag im Sommerflugplan aus Deutschland heraus eine Balearen-Rotation und eine Kanaren-Rotation hintereinander an einem Tag. Der Treibstoffverbrauch ist bei der ganzen Sache also gar nicht unbedingt so ein großes Thema, wie man eventuell denken würde. Und dann kommt noch ein kleines Zauberwort dazu und das sind Überkapazitäten. In der europäischen Luftfahrt sind in den letzten 2 Jahrzehnten so wahnsinnig viele neue Mitbewerber dazugekommen, beziehungsweise so viele Fluggesellschaften, die so viele Flugzeuge auf so, in Anführungszeichen, wenig Strecken schmeißen, auf die gleichen Strecken schmeißen, damit indirekt immer und immer mehr Sitze in den Markt bringen, während die alten, in Anführungszeichen, etablierten Fluggesellschaften mit ihren oft abbezahlten oder günstigeren, älteren Flugzeugen mehr oder weniger stur dagegen halten, weil Kerosin ist gerade noch einigermaßen günstig und man möchte sich ja auch nicht direkt die Butter vom Brot nehmen lassen. Naja, das sorgt dann eben alles dafür, dass es mehr Angebot als Nachfrage gibt. Und das hilft unterm Strich eigentlich keiner Fluggesellschaft, denn das bedeutet vor allem sparen. Sparen so gut es geht, aber halt eben auch fliegen, fliegen, fliegen. Und wenn die Marge noch so gering ist, wenn von jedem Ticket 20 Cent bei der Fluggesellschaft hängen bleibt, ja, dann läuft's doch. Und wenn die halt nicht hängen bleiben, na gut, dann müssen wir vielleicht noch irgendwie nochmal 3 Brötchen mehr verkaufen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Na, das ist die kurze, knappe Beschreibung der Situation vor Corona. Dann auch noch saisonal einfach mal so ein paar Langstreckenflugzeuge in diese ganze Nummer reinzuschmeißen, die dann auf den jeweiligen Verbindungen mit einer viel zu hohen Frachtkapazität unterwegs sind. Das versucht man zu vermeiden. Standardrumpflugzeuge sind heute so leistungsfähig, sie können all diese Ziele hervorragend abdecken und können die eben genannten Vorteile wirklich umsetzen und wirklich gut für sich und die Fluggesellschaft nutzen. Während Langstreckenflugzeuge aus guten Gründen dann einfach das fliegen, wofür sie auch gebaut wurden. So ziemlich alle Komponenten einer Boeing 747 sind für sehr viel längere Strecken, für sehr viel weniger oft Starten und Landen ausgelegt als die Komponenten eines Airbus A320. Und das gilt für alle offensichtlichen Dinge, wie zum Beispiel das Fahrwerk oder die Bremsen, oder auch für nicht so ganz offensichtliche Dinge, wie beispielsweise den Flugzeugrumpf an sich. Habt ihr schon mal etwas von Pressurization Cycles gehört? Die Kurzfassung: Verkehrsflugzeuge haben eine Druckkabine. Start und Landung bedeutet, so formuliert nicht ganz richtig, aber es ist einfacher, einmal aufpumpen und einmal wieder Luft ablassen. Und das geht aufs Material und deswegen gibt es dafür herstellerseitig Limits. Boeings Limit für die 747 sind zum Beispiel 35.000 von diesen Cycles bei 165.000 Flugstunden. Gut, das ist also die Lebensdauer einer 747. Das können wir erstmal so stehen lassen. Um das jetzt ins Verhältnis zu setzen, nehmen wir uns die 737-800 dazu. Also ein Flugzeug, welches für deutlich kürzere Strecken und für vermeintlich die typischen Ferienverbindungen hier in Europa ausgelegt ist. Und diese Maschine darf 125.000 Flugstunden, also deutlich weniger als die Boeing 747, aber dabei dann eben 100.000 Cycles. Also 65.000 mehr als die 747. Das ist die vom Hersteller vorgesehene Lebensdauer für diese Flugzeuge, angegeben in Pressurization Cycles und Flugstunden. Und es gibt somit also ganz klare Zahlen, die aussagen, dass ein Langstreckenflugzeug dann auch wirklich auf längeren Strecken unterwegs sein sollte, als ein Flugzeug, welches für kürzere Verbindungen ausgelegt ist. Wer hätte das gedacht? Und mit diesem Haufen an Wissen, Lufthansa möchte also in diesem Sommer mit der Boeing 747-8 von Frankfurt nach Palma de Mallorca fliegen. Das Ganze in den hessischen Sommerferien an 4 aufeinanderfolgenden Samstagen und zu Beginn der bayerischen Sommerferien am 31. Juli einmal mit dem Airbus A350 von München nach Palma de Mallorca. Das alles aufgrund hoher Nachfrage. Also zum Merken: im Juli, am 17., am 24., am 31. und dann nochmal am 7. August geht es von Frankfurt aus mit der Lufthansa Boeing 747-8 nach Palma de Mallorca. Das alles mit 364 Sitzplätzen. Die Besonderheit: 88 Plätze davon sind Business-Class-Plätze, richtige Business-Class-Plätze mit richtigen Business-Class-Sitzen, 8 First-Class-Plätze sind da auch schon mit dazugezählt und dazu dann auch noch 276 Sitze in der Economy-Class, da werden dann auch die Premium-Economy-Sitze mit dazugezählt.
Also schöne Möglichkeit, um das aktuell größte bei Lufthansa eingesetzte Flugzeug zu fliegen. Economy Class Tickets für den ersten Flug am 17.07. von Frankfurt nach Palma gibt es für den Hinweg noch ab 225 Euro, Business Class Tickets ab roundabout 650 Euro für eine Strecke. Und das wird sicherlich ein sehr, sehr cooles Ereignis. Gut geeignet ist die Maschine für diese Verbindung aber logischerweise trotzdem nicht. Vor allem die Premium-Bestuhlung mit den First- und Business-Class-Plätzen, die eben sehr viel Platz verbrauchen, sorgt dafür, dass der Treibstoffverbrauch pro Kopf pro geflogenen 100 Kilometern auch bei vollbesetzter Maschine mit 364 Leuten an Bord bei um die 3,5 Litern liegen dürfte. Und das ist deutlich mehr als der Airbus A321neo verbraucht, welcher sonst auf dieser Verbindung eingesetzt wird. Da kommt man dann irgendwo bei 2,0, 2,1 Liter Kerosin pro geflogenen 100 Kilometern pro Passagier raus. Der zusätzliche CO2-Ausstoß, welcher durch die Jumbo-Flüge nach Palma verursacht wird, soll nach eigener Aussage durch die Lufthansa selbst kompensiert werden. Aber stimmt natürlich, wie gesagt, die Palma-Nachfrage zieht deutlich an. Mehrere Fluggesellschaften neben der Lufthansa mit der Lufthansa schaffen es, täglich mehrere Flugzeuge der A320-Familie und auch der 737-Familie nach Palma zu füllen. Und alle setzen zusammen sehr viel Hoffnung in diesen Sommer. Aus dem Jumbo-Flug wird dabei jetzt medienwirksam sicherlich ein großes Event gemacht, aber auch irgendwo zurecht. Wann sieht man denn mal eine 747-8 in Palma? Und auch wenn die ganze Aktion umwelttechnisch jetzt sicherlich kein Highlight ist, bei der ganzen Sache darf man nicht vergessen, einmal hin und zurück, Palma de Mallorca bedeutet für eine 747-Besatzung und auch für das Flugzeug zwei Legs, zwei Landungen. Und das kann durchaus helfen, zumindest eine Handvoll Jumbo-Pilotinnen und Piloten bei der Lufthansa, einige von ihnen nach über einem Jahr mit Ausbildungsflügen zumindest teilweise lizenztechnisch wieder für die 747 fit zu machen. Und für alle von euch, die auf einem dieser Flüge mit dabei sind, ganz viel Spaß. Es wird sicherlich ein sehr, sehr cooles Erlebnis. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Falls ihr euch für die Blueprints interessiert, die gibt es auf aeroshopgermany.com. Auch ein Blueprint der 747-8 und vom A350 gibt es da. Vielen Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Diese Anzahl an Menschen und aus verschiedenen Flughäfen, aus verschiedenen Städten in Europa und Russland nach besser gefüllt, leichter gefüllt werden und so dann eben auf die Urlaubsflüge.